Servus Leute, willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wieder ein bisschen Pause, weil ich muss mich hier immer so ein bisschen erholen. Weil ihr wisst ja, dass ich gesundheitlich gerade ein bisschen angeschlagen bin. Wir sind hier im Haus einer Hexe und hier ist so ein Portal. Hexe, Hexer, passt ja irgendwie. Okay. So, so. Nett hier. In der Tat. Schneehase? Ich glaube, ich sollte... Okay, ich sollte lieber kein Tier hier morden. Wobei, vielleicht sollte ich auch nichts klauen. Wer weiß, wo die Hexe ist. Ich habe mich schon gefragt, wie lange du noch brauchst, Geralt. Ich bin oben. Nur herein. Boah, ich habe gerade vor ihren Augen geklaut und ich wollte vor ihren Augen ihre Hasen ermorden. Na gut, ich hoffe, sie nimmt mir es nicht allzu böse jetzt. Verdammt. Sorry. Wie gesagt, ich bin immer noch gesundheitlich angeschlagen. Hast was vergessen? Wo? Hoffentlich bist du nicht zum Gaffen da. Nein, zum Reden. Dreh dich um und warte. Matt im Herzen von Velen. Ich dachte, du kannst das Landleben nicht ausstehen. Ich kann dir versichern, jetzt noch weniger als je zuvor. Hab erfahren, dass in der Gegend eine Hexe lebt. Hätte nie vermutet, König Foltests frühere Beraterin hier zu finden. Bin ich froh, dass die Welt dich noch überraschen kann. Ich beneide dich um diese Naivität, die sonst nur Kindern, fahrenden Rittern und Schwachköpfen vorbehalten ist. Mhm, da ist wohl jemand ziemlich gereizt. Begrüßt man denn so einen alten Freund? Ich hab dich doch mit einem hübschen Anblick begrüßt. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ach, wirklich? Nach wem? Ich suche nach Ciri. Der Ciri. Und niemand darf davon erfahren. Verstanden? Cirilla ist hier? Das Mädchen, nach dem einst die Loge der Zauberinnen und praktisch jeder Herrscher des Festlands gesucht haben, ist hier in Velen gelandet? Und ich weiß nichts davon? Was macht sie hier? Anscheinend versteckt sie sich vor jemandem. Ich hörte, dass sie mit einer Hexe aneinander geraten ist, aber wenn du nichts weißt... Sicher, dass du sie nicht gesehen hast? Ganz bestimmt nicht. Aber jemand hat mich nach einer aschblonden Frau gefragt. Er hat betont, dass sie sich von den Bauern hier unterscheiden soll. Wer war das? Nicht so schnell, Geralt. Keine Bitte? Keine milde Gabe für eine Hexe? Meine immerwährende Dankbarkeit. Reicht das? Das ist nicht zu verachten. Aber du gerätst gerne in Schwierigkeiten. Ich sollte wohl lieber etwas verlangen, das du mir sofort geben kannst. Ach, verdammt. Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass wir von Ciri reden. Es war ein Elf. Der nach Cirilla gefragt hat. Kein räudiger Skoyatel-Chaot, sondern ein Elfenmagier. Hat er dir seinen Namen gesagt? Nein, hat er nicht. Und er trug eine Maske. Sehr geheimniskrämerisch, aber er gefiel mir. Er war intelligent und wusste sich zu benehmen. Hat er gesagt, was er von Ciri wollte? Nur, dass sie sich in Velen treffen wollten. Er wollte wissen, ob sie vor ihm angekommen war.
Hat er eine Nachricht für Sie hinterlassen? Nein, aber er wollte, dass ich Sie zu ihm führe, wenn ich Sie treffen sollte. Du weißt also, wo er zu finden ist? Ja. Er sagte, er hätte in irgendwelchen Elfenruinen beim Dorf Mittelhain einen Unterschlupf gefunden. Ich gehe mit dir hin. Warum? Meinst du, alleine finde ich es nicht? Ich habe mit dem Elf noch eine Rechnung offen. Er hat mir etwas versprochen, was er mir nicht gegeben hat. Außerdem weiß ich, dass du denkst wie ich, dass sie dort sein könnte. Und ich würde Cirilla auch gerne sehen. Brechen wir auf. Ja, los geht's. Da wären wir. Warst du schon mal hier? Nein. Ich hatte gehofft, der Elf würde zurückkehren, wie er versprochen hat. Oder wenigstens sein Mündel. Ich habe jedenfalls keine Ahnung, was ich von diesem Ort erwarten soll. Nun, finden wir es raus. Na los! Ja, was die Szene gerade angeht, in den nackten Brüsten, ich hoffe, ich bekomme da keine Probleme. Falls doch, dann muss ich irgendwie kaschieren oder keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen soll. Und ja, natürlich hat man zwei Hasen gesehen, die ihr wisst schon. Egal. Erhöht den Schaden bei Schnellen. Verdammt. Sorry. Oh, ich bin so kaputt. Rüstungsschmelze. Nochmal? Ja, einen Punkt habe ich noch. Täuschung. Geht aber nicht mehr. Ah, da oben kann ich jetzt was Neues reinpflanzen. Okay. Ist alles so unnötig hier. Vielleicht doch hier irgendwo? Adrenalin, pff. Kriegsstraße. Ausrüstung. Ja, das kann ich nicht verbessern. Verdammt. Ja. Mein armer Körper ist hinüber. Kann ich die auch verbessern? 100 Vitalität. Ja. Prozent. So. Das sollte jetzt dauerhaft sein. So. Knüpfen wir uns diesen komischen Elf mal vor. Was finde ich? Felaglan? Hier war doch auch gerade was, oder? Achso. Oh, mein Hals. Alles meins.
Die wilde Jagd. Was? Phantomreiter? Das heißt, ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was? Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport. Beeil dich. Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Ich dachte, die Hexe wäre mutig. Wo ich immer hier gelandet bin. Ein Gegner. Ah, da unten sehe ich ihn schon. Fertig. Folge mir. Ah, das sieht übel aus. Wow. Verdammte Portale. Ich frag mich, wo Keira jetzt ist. Ihr Vermaledeiten. Ja, super. Das will ich nicht. Das will ich auch nicht. Das wollte ich eigentlich, aber... Na! Ah! Ja, toll, schmeißt den Felsen auf den Ertrunkenen. Lebst du noch? Ja, du lebst noch. Aber irgendwie... magst du lieber schwimmen. Jetzt komm her. Ich drück die falschen Tasten. Ich wollte ihn eigentlich verbrennen. So, wo die Hexe ist, keine Ahnung. Ja, das wär's ja für mich. Nee. Schnell schwimmen so. Ich meine, ich habe zwar keine Platzangst. Klaustrophobie, keine Ahnung. Was ist jetzt die Angst vor engen Räumen? Final hat es mir eh mal erklärt, aber irgendwie vergesse ich es immer. Klaustrophobie ist, glaube ich, offene Räume, Platzangst ist enge Räume. Ich meine, ich habe zwar keine Angst vor engen Räumen, aber... naja. Aber naja, so wirklich... begeistert davon bin ich auch nicht. Lass mich raten, Druckwelle. Ja. Was? Nein! Ihr unsichtbaren Ignoranten! Tiefling oder was auch immer du bist! Halt die Fresse! Nee, Nebling. Das, da war noch mehr. Bin ich hier überhaupt richtig? Da musste ich geradeaus weiter. Ich sehe hier kaum was. So. Ah. Moment mal. Dahinter ist wahrscheinlich wieder so ein Nebling. Dahinter ist ein Nebling. Oh, ich habe das Feuer ausgemacht. Oh je. Schwefel? Guck nicht so doof da hinten.
Wieso habe ich dich nicht getroffen? Der da. Boah, ins Fressbrett. Ah, falsche Taste schon wieder. Ich bin doch doof. Die Taste ist es, mein Gott. Ja, killt euch gegenseitig. Ja. Zieh dein Schwert. Oh. Das ist tatsächlich Schwefel. Das heißt, ich hätte nur einmal Igni machen müssen und alle wären tot gewesen. Das heißt... Also, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Schwefel... Oh, weg. Scheint wohl tatsächlich Schwefel zu sein. Mhm. Aber ich komme hier geradeaus nicht durch. Was habe ich denn jetzt gegessen? Oh, das heilt mich dicke. Was war denn das jetzt? Was habe ich denn jetzt verspeist? Auf jeden Fall war es nicht das Brot. So, da kam ich. Das heißt, jetzt muss ich da lang. Oder nicht müssen, aber... Vielleicht ist es besser. Ja, weil da hinten war ich gerade. Oh. Mhm. Der da. Ich bin doch nicht blind. Habe ich ihn getroffen? Irgendwie nicht. Jetzt habe ich ihn getroffen. Komm her, du Armleuchter. So. Noch einer? Nö. So, da liegt noch ein Toter. Okay, das sind diese Schwefelfelder. Die sollte ich ignorieren. So. Kaputte Brücke. Da hinten geht's weiter. Da geht's lang. Keira? Mhm. Ja, da scheint man stehen zu können. Ach, du Mistvieh. Komm her. Ja. Toll. Schmeiß nicht deine Scheiße nach mir. Irgendwo taucht die neue auf, da hinten. Nein! Scheiß Wasserwald. Ach! Dass du immer deinen Scheißdreck nach mir schmeißen musst. Du bleibst hier!
Nee, nee, nee. Ah, oh, ausgewichen. Und Feuer. Hehehe. Nee, nee, nee. Dich habe ich alle gemacht. Naja. So ein bisschen Licht. Ich muss Kera mit den Hexen sind. Da hinten. Nee. Entweder ist sie das oder ist ein Feind. Ich hoffe einfach mal, das ist sie. Kera? Okay, geradeaus weiter. Geradeaus weiter sollte sie sein. Entweder das oder ein Feind. Geira? Ja, ich weiß. Ich will mich hier jetzt umgucken. Geira? Was, Kartoffelpilze? Kann sein, dass das Dörrobst das Gute ist, dass er ihn so gut heilt. Oh. Ah. Mistvieh. Ich häng fest. Oh. Ein zweiter. Gut, der eine ist weg. Markt. Oh. Ich wollte eigentlich mich hier nur umgucken, aber nö, ich werde natürlich genervt. Kera? Was? Haarschleife? Nee. Nee. So ein Bild. Kera? Da hinten sollte sie anscheinend sein. Ich trau dem Braten nicht. Geira? Verdammt. Sorry. Oh Mann. Mein Hals. Bin gleich da. Ich sammle nur noch schnell ein paar Pilze. Oh, was sehe ich denn da? Monsternest. Lila, Geralt, tu doch was! Sie krabbeln aus diesen Löchern! Wirk ein Zeichen! Wirf Bomben, tu was! Ganz ruhig, das sind nur Ratten. Ich hasse Ratten! Haut ab! Mach sie weg! Ich meine, ich kann Leute verstehen, die keine Ratten mögen. So. Einfach das Loch gestopft oder was hast du getan? Achso, du hast eine Bombe reingelegt. Hallo, die Ratte da. Danke. Oh, da lebt noch eine. Hau ab. So, zack. Oh, ich hab die Bombe irgendwo hingeworfen. Danke. Hast du solche Angst vor Ratten? Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Na schön, ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleportmagie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magier dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie drei Steuermänner und einen Papagei haben, das riskiere ich nicht nochmal.
Gehen wir. Die wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung. Aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg. Ich muss herausfinden, was die wilde Jagd hier macht. Aber wir sind gekommen, um den Elfenmagier zu finden, nicht um gegen die Jagd zu kämpfen. Wenn die Jagd ihn zuerst erreicht, können wir nicht mehr mit ihm reden. Außerdem... Sprich doch weiter. Moment. Du hast ein besonderes Interesse an der Jagd. Geht es um Ciri? Da ist was, was du mir nicht gesagt hast, oder? Komm mit mir, dann mache ich's vielleicht. Bist du immer so? Allmählich tun Triss und Yen mir leid. Na gut, lass uns gehen. Vella Glan! Okay, Yen ist Yennefer wahrscheinlich, aber wer ist Triss? Keine Ahnung. Vielleicht eine Person, die ich noch kennenlernen werde. Oh, wow, also hier gibt es eine ganze Menge Zeug. What the fuck? Oh! Nebenbei noch Pilze sammeln. Das ist der... Das ist der Elf. Was war das? Eine Illusion? Nein, eine morphotische Projektion. Was für eine Projektion? Sowas wie ein Briefkasten für Magier. Viel sicherer als ein gewöhnlicher Brief, den jeder auf dem Weg zum Adressaten abfangen kann. Die Nachricht war eindeutig für Ciri, Tochter der Möwe, Lara Dorrens Erbin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Zirael genannt hat. Schwalbe. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich. Und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten. Das kann ja... sehr interessant werden. Na gut, ich muss nicht alles einsammeln, was ich sehe. Außer das hier vielleicht. Pfeffer. Pfeffer ist essbar. Wobei ich mich frage, ob diese Pilze auch essbar sind. Warum bist du da hinten? Ein alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag. Seht ihr das da hinten? Da schwebt was rum. Sind das Feinde? Seine Vieh kommt auf jeden Fall her. Und was sagt mir, sie ist ein Feind? Ja. Das ist eine Erscheinung. Du hast meine Schuhe kaputt gemacht, die scheiß Erscheinung. Ich sehe nichts. Dummes Ding. Sind meine Schuhe Schrott, deinetwegen. Aber ich habe ja zum Glück was, was dagegen hilft. Rüstungsreparaturset. Das da. Ich hoffe, Schuhe zählen auch zur Rüstung. So. Ja, du Erscheinung. Damit hast du nicht gerechnet, nicht wahr? Ah, da vorne ist die nächste. Ich glaube, ich mache hier einen Schnitt. Das war The Witcher 3 Wild Hunt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!